Okay, vielen herzlichen Dank für die Einführung. Ja, Vortrag über folgendes Thema: Medienbildung, ITG, Informatik, was hätten wir gerne? Ich habe mir erlaubt, den Titel ein bisschen zu ändern, weil, klar, ich meine, hier sind lauter Informatiklehrerinnen, Informatiklehrer. Natürlich hätten wir gerne alle Informatik oder mehr Informatik. Ich habe ihn mal geändert in: Was davon brauchen wir? Ja? Und zwar aus gesellschaftlicher Sicht. Also, welche Kompetenzen sollen denn unsere zukünftigen Bürgerinnen und Bürger haben? Welche sollten sie davon in der Schule erworben haben? Und ja, in die Richtung soll der Vortrag gehen. Ich beginne mal an folgendem Punkt. Immer dann, wenn neue Technologien in die Gesellschaft kommen, macht sich, und auch als Massenmedium tauglich werden, macht sich die Gesellschaft darüber Gedanken, wie diese Medien denn in Bildungsprozessen eingesetzt werden können. Ne? Das war immer schon so hier, das ist Anfang des 20. Jahrhunderts, Schulfunk. Ne? Radio ist Massenmedium geworden und dann haben sich alle überlegt, wie könnte man das dann in der Schule einsetzen. So. Und da hatte man damals die Idee, das wäre doch eigentlich super für beispielsweise Fremdsprachenunterricht. Außerdem Schulfernsehen ähnlich, ne? Fernsehen, Massenmedium, zack, Schulfernsehen da, mit der Überlegung, wir könnten vielleicht den naturwissenschaftlichen Unterricht oder den Unterricht anschaulicher machen und außerdem vielleicht ein gewisses Defizit an Lehrerinnen und Lehrern in bestimmten Bereichen ausgleichen, naturwissenschaftlicher Unterricht zum Beispiel. Ja, heute ähnlich, ne? Computer, neues Medium, einigermaßen neues Medium und man macht sich Gedanken darüber, wie man das beispielsweise zum individuellen und kooperativen Lernen besser einsetzen kann. Die Probleme, die damit einhergehen, sind auch so alt wie diese Ideen hier. Also damals beim Schulfunk hat sich nicht durchgesetzt, ne? Also heute verwendet kaum jemand noch Schulfunk. Woran liegt es? Damals, als es eingeführt wurde, hatten nicht ausreichend Schulen entsprechend leistungsfähige Empfänger gehabt. Ja? Und außerdem wussten die Lehrer nicht so genau, wie sie es didaktisch einsetzen sollen. Okay. Schulfernsehen ähnlich, da hatten die Lehrerinnen und Lehrer Bedenken, dass sie ersetzt würden durch das neue Medium. Ja, also wenn dann ein Lehrer im Fernsehen redet, wozu braucht man mich dann noch? Ja, heute ähnliche Bedenken, Ängste werden geschürt. Ne? Und ja, es gibt eine gewisse Unsicherheit. Das heißt, immer wenn so ein Medium neu ist, dann fehlen natürlich auch die organisatorischen, die technischen und insbesondere die didaktischen, pädagogischen Konzepte. Wie setze ich das ein? Und solche Zeiten des Umbruchs machen sich dann unter anderem Missionare und Skeptiker zu nutzen, für die eine oder andere Haltung zu werben. Die einen sagen, wir müssen komplett Unterricht digitalisieren, alles muss digital werden und loben digitale Medien in den Himmel, während andere davor warnen und sagen, um Gottes Willen, keine digitalen Medien in die Schule. Ja, in dieser Unsicherheitszeit, die macht sich auch bei uns bemerkbar dadurch, durch die Frage curricular, wie wird eigentlich, ja, weiß nicht, wie ich es nennen soll, informatische Kompetenz, digitale Kompetenz, Umgang mit Computern, wie wird das eigentlich hier, wie soll das eigentlich in die Schule kommen? Und da gibt es unterschiedliche Konzepte, kennen Sie alle, ne? Sollen wir Medienbildung, brauchen wir Medienbildung, brauchen wir ITG, brauchen wir Informatik? Was ich neulich mal gesehen habe, fand ich interessant, wir brauchen ein Fach Medienpädagogik. Das ist natürlich vollkommener Quatsch, weil wir haben ja auch kein Fach Mathematikdidaktik an der Schule oder so oder Deutschdidaktik. Ja, also das ist natürlich Unfug, das lassen wir mal weg. Dann die Frage, braucht man ein eigenes Fach oder soll es integriert stattfinden? Es gibt für beide Argumente Vor- und Nachteile. Ne? Integriert, fachintegrativ bedeutet, wir haben sofort Anwendungskontexte, in denen wir den Computer einsetzen können. Problem. Die Lehrerinnen und Lehrer können es nicht wirklich. Eigenes Fach, dafür spricht beispielsweise, dass dann wirklich fachkompetente Lehrerinnen und Lehrer das unterrichten können. Da kommen dann die Probleme, Ressourcen, wir haben kein Geld und so weiter. So, am Ende werde ich vorstellen, wie ich es mir vorstellen würde, wie wir dieses Problem hier lösen. Ja, achso, überhaupt die Frage, brauchen wir es überhaupt? Die gibt es auch, ne? Also einige sagen, nein, brauchen wir gar nicht. Wir haben die Digital Natives und so weiter. Damit beginne ich gleich mal. Schülerinnen können ja sowieso schon alles, also brauchen wir gar nicht. Das sind jetzt Folien, die habe ich teilweise aus einem Vortrag genommen zu 10 Irrtümern zu digitalen Medien. Keine Angst, falls Sie den kennen, ich präsentiere diesen Vortrag nicht hier. Aber ich habe so ein paar unsystematisch rausgenommen, ein paar dieser Aspekte. Also ein Gedanke ist, wir haben die Digital Natives in der Schule, wir brauchen gar keine digitalen Medien. Schülerinnen und Schüler können wendig umgehen mit Smartphone, Tablet, Computer und so weiter. Oftmals kompetenter als Lehrerinnen und Lehrer. Also warum, also was können wir als Lehrerinnen und Lehrer eigentlich den Schülern noch beibringen? Und
So, ist natürlich klar, natürlich haben die Schülerinnen und Schüler entsprechende Nutzungskompetenzen im Umgang mit digitalen Medien. Aber nur relativ oberflächlich. Sie können Facebook chatten, YouTube-Videos angucken, im Internet was suchen und so weiter. Aber fragen Sie mal einen Digital Native, ob er die Datei, die er heute abgespeichert hat, morgen wiederfindet auf dem Computer. Ne? Oder bitten Sie einen Digital Native mal, seine Taschengeldberechnung in Tabellenkalkulationen durchzuführen. Oder fragen Sie mal, wie funktioniert das eigentlich mit E-Mail? Also wie kommt E-Mail von A nach B? Und da hört es schon relativ schnell auf. Das heißt, natürlich haben unsere Digital Natives kein strukturelles Wissen über Informationstechnologie. Nebenbei bemerkt, die Digital Natives, also die Eingeborenen, die sozusagen die Digitalisierung mit der Muttermilch aufgesogen haben, ja, ist oftmals verbunden mit einem Alter. Und man kann sagen, dass eigentlich diejenigen, die damals in den 80ern, 90ern aufgewachsen sind mit Assembler, Basic, MS-DOS und so weiter, ja, dass die eigentlich diejenigen sind, die das strukturelle Wissen besitzen. Okay. Eine Kollegin von mir, Christine Böscherer in Ludwigsburg, hat das mal sehr schön verglichen mit dem Fach Deutsch. Alle Schülerinnen und Schüler oder viele Schülerinnen und Schüler, die heute in die Grundschule, erste Klasse kommen, sind ja German Natives. Ne? Die können ja Deutsch, haben Deutsch sozusagen mit der Muttermilch aufgesogen, die können flüssig Deutsch sprechen. Komischerweise haben wir aber noch 12 oder 13 Jahre Deutsch in der Schule. Also wir haben trotzdem den Eindruck, obwohl sie German Natives sind, sie müssen noch was lernen. Sie müssen lesen lernen, sie müssen schreiben lernen, sie brauchen Informationen über Syntax, Grammatik, sie müssen Textsorten kennen, sie müssen Text interpretieren lernen und so weiter und so weiter. Und das füllt 13 Schuljahre im Extremfall. Also in dem Vergleich könnte man auch sagen, klar, sie können digitale Medien benutzen, aber es gibt trotzdem noch ganz, ganz, ganz viel zu lernen, was man nicht schon kann, wenn man einfach nur die Medien nutzt. Zweiter Irrtum, die Schule muss überwiegend vor Gefahren warnen. Also wenn man mal so medienpädagogische Angebote ansieht, dann geht es da oftmals um Cybermobbing beispielsweise, ne? Um Internetsucht, Spielsucht und so weiter und so weiter, und wie man mit diesen Problemen umgeht. Oftmals hat man den Eindruck, das ist so ähnlich wie die Behandlung von Drogen in der Schule. Ja? Also man muss im Wesentlichen davor warnen. Natürlich gibt es negative Effekte oder Aspekte von digitalen Medien. Natürlich muss die Schule auch das behandeln. Es gibt aber trotzdem einen Unterschied zu diesem Thema. Nämlich digitale Medien sind ja durchaus auch produktives Mittel, um Dinge zu tun. Ja, also Technologie hat ja nicht nur Nachteile, sondern Technologie hat Vor- und Nachteile. Und eine übermäßige Betonung der Nachteile in der Schule würde zu einer totalen Verzerrung führen über den Nutzen und die Möglichkeiten, die diese Medien bieten. Also, aus meiner Sicht sollte es eher so sein, dass wenn wir digitale Medien in der Schule einsetzen, dass wir dann das in einem produktiven Kontext tun und in diesem Kontext vielleicht dann auch über die Gefahren und Probleme sprechen. Ich habe das mal gemacht hier in der Schule Lernzeiträume. Das ist eine private Schule in Dossenheim in der Nähe von Heidelberg. Da haben wir ein Medienprojekt gemacht. Schülerinnen und Schüler haben im Mittelalter Text über Mittelalter erstellt und wir wollten, dass sie das nicht nur einfach so auf dem Papier machen und dann liest das der Lehrer und dann verschwindet es im Schreibtisch, sondern wir wollten mit den Schülerinnen und Schülern eine digitale Mittelalter-Bibliothek erstellen. Und da haben wir ein Wiki genutzt und die Schülerinnen haben dort ihre Texte eingestellt, konnten sich selbst die Themen suchen und so weiter, na, so projektorientiert typisch. Und ja, in diesem Kontext haben wir auch über die Probleme gesprochen. Wir haben in der ersten Sitzung erstmal mit Schülerinnen und Schülern einen Vertrag abgeschlossen, wie wir uns denn verhalten, wenn wir mit dem Wiki arbeiten. Da haben die Schüler etwas zugesichert und die Lehrer haben was zugesichert. Und Schüler haben beispielsweise zusichern müssen, dass sie sich dort nicht mit dem Klarnamen eintragen, dass sie da kein Bild von sich reinstellen, dass sie die anderen mit Respekt behandeln und so weiter. Und als wir diesen Vertrag besprochen haben, haben wir auch intensiv besprochen, warum das so ist. Ja, und dann kam natürlich von den Schülern jede Menge Beiträge, warum darf ich mich denn da nicht mit meinem Klarnamen eintragen und so weiter. Trotzdem war der Gesamtkontext eher produktiv. Wir wollten dieses Wiki erstellen und die Schüler haben konstruktiv an einem Produkt gearbeitet. So. Und so stelle ich mir den Einsatz digitaler Medien vor, die Warnung vor Problemen mit digitalen Medien im produktiven Kontext. Denn Computer bieten ja ziemlich viele Möglichkeiten als Medium und als Werkzeug. Ja? Sie sind Informationsmedium, man kann Informationen darüber bekommen, Kommunikationsmedium, man kann über digitale Medien miteinander kommunizieren und außerdem sind es Werkzeuge. Wir können damit Dinge explorieren, erforschen, man kann Simulationen verwenden, GeoGebra beispielsweise, um mathematische Hypothesen zu überprüfen und. Also es gibt zahlreiche
zahlreiche Einsatzmöglichkeiten des Computers im Fachunterricht, in deren Kontext man auch über diese Probleme sprechen kann. So. Das verführt natürlich dazu zu sagen, dass das reicht. Ja? Also, wenn wir den Computer in dieser Art als Medium und als Werkzeug in unterschiedlichen Fächern, Mathematik, Deutsch, Englisch, Geschichte und so weiter einsetzen, dann führt das dazu, dass die Schülerinnen und Schüler mit der entsprechenden Medienkompetenz und digitalen Kompetenz die Schulen verlassen. Da gehe ich gleich drauf ein. Damit verbunden ist noch ein anderer Irrtum oder eine andere Haltung, die sich komplett dagegen stellt. Also einer, der sich dagegen stellt, ist beispielsweise Manfred Spitzer. Der sagt, warum müssen wir denn jetzt noch die Computer in der Schule haben? Die Kinder und Jugendlichen sitzen doch in ihrer Freizeit schon genug davor. Dann lasst uns doch bitte die Schulen frei halten von digitalen Medien. Ein Vergleich, den er da gerne bringt, ist, lasst uns die doch bitte frei halten. Außerdem ist die Schule nicht dafür zuständig, dass die Kinder und Jugendlichen Kompetenzen mit digitalen Medien erwerben. Vergleich, den er da oft bringt, ist mit der Fahrschule. Ne? Also, Computer benutzen lernen ist ja das Erlernen einer Maschine. Ne? Maschinenbedienung. So. Autofahren ist das Gleiche, da lerne ich auch, eine Maschine zu bedienen. Aber Autofahren lernt man nicht in der Schule. Ja, also warum sollen wir denn auch die Computernutzung in der Schule lernen? Warum machen wir das nicht außerhalb, keine Ahnung, außerhalb einen Computerführerschein? Das ist eigentlich Sache der Volkshochschule oder so, ne? Aber es ist nicht allgemeinbildend. An der Stelle würde ich gerne überlegen, warum oder wofür, also was ist eigentlich der Auftrag der Schule, um dann ein Stück den Bogen zu spannen zur Informatik. Ja? Also der Auftrag der Schule ist ja unter anderem, unsere Schülerinnen und Schülern zu mündigen, verantwortungsvollen Bürgerinnen und Bürgern oder ihnen dabei zu helfen, sich dazu weiterzuentwickeln, damit sie später für sich und für andere Verantwortung übernehmen können, verantwortungsvoll handeln können, verantwortungsvoll und informiert Entscheidungen treffen können. So. Sie sollen zu selbstständigen Bürgerinnen und Bürgern werden, die vernünftig Entscheidungen treffen können in der Welt, in der sie leben. Unsere Welt ist immer mehr durchzogen von Digitalität oder von informatischen Wirkprinzipien. Ja? Also überall sind Computer und immer mehr spielt die Informatik tatsächlich auch im Alltag eine wesentliche Rolle. Wenn wir uns mal Big Data anschauen, also die Möglichkeiten, die heute bestehen, Daten, die im Internet entstehen, zu sammeln und auszuwerten, dann ist es natürlich so, dass da ein großes Gefahrenpotenzial drin steckt. Wenn nur wenige Personen sich damit auskennen und alle anderen dumm gehalten werden diesbezüglich, ja, dann besteht da drin ein gefährliches Potenzial für Macht. Ja? Also wenn wenige Firmen, Staaten oder so über das Potenzial, eine Kompetenz verfügen, darüber urteilen zu können, dann werden alle anderen Bürgerinnen und Bürger in gewisser Weise dumm gehalten. Und ja, da ist eine große Gefahr drin natürlich. Eigentlich müsste es so sein, dass Bürgerinnen und Bürger, die in einer digitalen Welt Entscheidungen treffen müssen, auch Bescheid wissen müssen über die informatischen Wirkprinzipien in dieser Welt. Sie müssen wissen, was ist eigentlich möglich mit Algorithmen. Ja, also ein Algorithmus, was ist möglich mit Datenerfassung und Algorithmen? Was kann da theoretisch passieren? Sie müssen zumindest mal einen Eindruck von einer Programmiersprache gehabt haben, um zu wissen, wie überhaupt automatisiert algorithmisch Daten verarbeitet werden können. Sie müssen wissen, was Netzwerke sind, wie Server-Client-Beziehungen funktionieren, wie Informationsaustausch über das Netzwerk stattfindet und so weiter und so weiter. Eigentlich geht es darum, alle unsere Bürgerinnen und Bürger in der Gesellschaft zu bemächtigen oder zu ermächtigen, hier rational Entscheidungen treffen zu können. Es geht um Empowerment. Ja? Eine vernunftbegabte Bürgerin muss in Zukunft über die entsprechenden Kompetenzen verfügen und Wissen über die informatischen Wirkprinzipien. Ein mündiger Bürger, eine mündige Bürgerin muss aber nicht Auto fahren können. Ja, da ist der Unterschied. Deswegen lernen wir nicht Autofahren in der Schule. Ja, also ich habe schon ein paar Sachen erwähnt. Algorithmus ist so ein zentrales Konzept der Informatik, das jeder kennen sollte. Daten, Information ist ein zentrales Konzept der Informatik, das jeder kennen sollte. Netzwerk ebenso. Die Frage ist, welche weiteren allgemeinbildenden Inhalte hat denn das Fach Informatik? Das wäre jetzt vielleicht noch ein bisschen dünn.
braucht eigentlich eine systematische Untersuchung, was das Fach Informatik zur Allgemeinbildung beitragen kann. So, und wenn man sich diese Frage stellt, dann hat man schon so einen wissenschaftsorientierten Blick. Wir wollen gucken, was sind eigentlich die Kernideen der Informatik, die Kerninhalte der Informatik, um zu beurteilen, ob diese Kerninhalte tatsächlich dann auch Allgemeinbildungscharakter haben. Und da gibt es einen Begriff, den kennen Sie wahrscheinlich, uralt schon von Jerome Bruner, hat er in The Process of Education beschrieben, 1960, den Begriff der fundamentalen Idee. Eine fundamentale Idee ist eine Kernidee, ein Kernbegriff einer Disziplin, der wie so eine Art Säule hier, ne, das Fach stützt und sich durch das gesamte Fach hindurchzieht. So. Und die gilt es zu identifizieren. Im Bereich der Informatikdidaktik hat sich Andreas Schwill verdient gemacht durch Formulierung von Kriterien, anhand derer man solche fundamentalen Ideen identifizieren kann. Und das sind die vier hier. Also ein Konzept ist dann eine fundamentale Idee des Fachs Informatik, wenn es sich in verschiedenen Bereichen der Informatik wiederfindet. Also wenn dieses Konzept in der theoretischen Informatik, in der praktischen, in der anwendungsbezogenen Informatik vorkommt. In der praktischen natürlich. Dann Vertikalkriterium, das geht direkt auf den Schulunterricht. Eine Kernidee muss auch auf allen Schulstufen, auf unterschiedlichen kognitiven Niveaus, in unterschiedlicher Komplexität vermittelbar sein. Ja, das weist darauf hin, dass es etwas sein muss, was ich sowohl in der Klasse 1 als auch in der Klasse 13 behandeln kann, natürlich auf unterschiedlichem Niveau. Dann das Zeitkriterium, das ist insbesondere reingekommen wegen der Informatik, weil wir hier sehr stark modernen Schwankungen und Trends unterworfen sind. Eine Kernidee sollte überdauernd sein, sie sollte schon lange geben und auch in Zukunft vermutlich lange geben. Und Sinnkriterium, da kommt die Allgemeinbildung rein, sie muss einen Bezug zu Sprache und Denken des Alltags und der Lebenswelt haben. So, wenn ein Konzept all diese vier Bedingungen erfüllt, dann spricht man davon, dass es eine fundamentale Idee ist, eine Leitidee, ein zentrales Konzept, wie auch immer, das dann in der Schule vermittelt werden kann. Das Vertikalkriterium geht in Richtung Spiralcurriculum, ne? Also der Begriff kommt daher auch. Wenn etwas auf verschiedenen Schulstufen aufgegriffen werden kann, dann kann man sozusagen, ja, dann kann man sich entlang dieser Leitidee immer wieder um dieses Konzept herumranken, unterschiedliche Aspekte behandeln, unterschiedliche Perspektiven, unterschiedliche Tiefe. Schwill hat auch gleich drei fundamentale Ideen genannt, nämlich diese hier, Algorithmisierung, strukturierte Zerlegung und Sprache. Er nennt die Masterideen und dazu kommen noch Unterideen, die auch wesentlich sind für die Informatik und hat begründet, dass diese Konzepte diese vier Kriterien erfüllen. Ja, das kann man sich mal angucken hier. Modularisierung ist etwas, was sozusagen in allen Teilgebieten Informatik vorkommt, auf unterschiedlichen kognitiven Niveaus vermittelt werden kann, zeitlich überdauernd ist und Bezug zum Alltag hat. Ja, auch dort müssen wir Dinge unterteilen und Probleme in Teilprobleme unterteilen und so weiter. Und so weiter und so weiter. So, das kann man jetzt auch ein Stück weit kritisieren. Ja, also Schwill hat es exemplarisch gemacht für einen bestimmten Teilbereich der Informatik, nämlich für Softwareentwicklung. Ja? Jetzt könnte man sagen, es gibt noch viele weitere Ideen der Informatik, die jetzt hier vielleicht gar nicht berücksichtigt wurden, weil die nur unter dieser Perspektive betrachtet wurden. Außerdem kann man Folgendes kritisieren. Es werden immer mal wieder Kataloge von fundamentalen Ideen vorgeschlagen und die sehen alle unterschiedlich aus. Der eine mag das, der andere mag das. Man kann mal so argumentieren und es ist schwierig, da einen Konsens zu ermitteln. Deswegen haben wir, Andreas Zendler und ich in Ludwigsburg, mal Folgendes gemacht. Unsere Idee war die folgende. Wenn man diese Einzelmeinungen, wenn die immer so voneinander differieren, dann brauchen wir eben viele Einzelmeinungen. Das heißt, wir brauchen eine empirische Studie, die viele Meinungen einholt und über die man dann mitteln kann beispielsweise und die zentralen Konzepte herausschälen kann auf der Basis von vielen Informatikexperten. Und das haben wir gemacht. Wir haben Folgendes gemacht. Wir haben einen Fragebogen erstellt mit allen möglichen Begriffen der Informatik, die häufig vorkommen. Jetzt muss man erstmal gucken, wie findet man häufig vorkommende Konzepte in der Informatik. Wir haben das ACM Computing Classification System genommen, das alle Inhalte auflistet oder alle Kapitelüberschriften sozusagen von alle Kategorien von informatischen Veröffentlichungen und haben erstmal eine quantitative Analyse gemacht. Alle Konzepte, die häufiger als 10-mal vorkamen, haben wir hier aufgelistet.
Was kommt da drin vor? System, Language, Program, Design, Computer natürlich, klar, Theory, Test, Network und so weiter und so weiter. Zig Begriffe. So. Jetzt ist diese quantitative Analyse noch nicht ausreichend. Wir haben ja die vier Kriterien von Schwill. Die muss ja irgendjemand bewerten. Das heißt, wir haben jetzt diese Begriffe hier genommen und haben gesagt, wir müssen Informatikexperten befragen. Wer sind Informatikexperten? Informatikexperten, Wissenschaftsorientierung, ja, sind Informatikprofessorinnen und Professoren an den Universitäten in Deutschland, die am höchsten im Forschungsranking im Bereich Informatik sind. Also haben wir uns das CAE-Forschungsranking genommen, guckt, welche Universitäten sind denn da am Top, die Top 10 oder so, ne? Und haben insgesamt 100 Professorinnen und Professoren angeschrieben mit diesem Fragebogen. Und die sollten diese vielen Begriffe, und zwar alle, einordnen oder bewerten hinsichtlich der vier Kriterien nach Schwill. So, jetzt können Sie sich vorstellen, Sie schreiben Informatikprofessoren an, die haben überhaupt keine Zeit und so weiter. Ne? Da kriegen Sie praktisch keinen Fragebogen zurück. So, deswegen haben wir ein paar Strategien angewendet, die die Rücklaufquote erhöhen. Also, wir haben an jeden Fragebogen einen Dollarschein geheftet mit so einer Büroklammer. Ein Dollarschein ist nicht viel, ja, aber wenn Sie so einen Fragebogen kriegen, dann, und da klebt ein Dollarschein ran, dann zerreißen Sie den nicht, ne? Sie nehmen den Dollarschein erstmal ab. Und wenn Sie das gemacht haben, dann fühlen Sie sich schon so ein Stück verpflichtet zu antworten, weil Sie haben den ja schon entgegengenommen. Ne? Dann haben wir das Ganze mit schönen Briefmarken kuvertiert. Ja, nicht einfach nur so Stempel, sondern schöne Briefmarken. Das heißt, wir haben da abends gesessen und die Briefmarken einzeln da drauf geklebt. Und außerdem haben wir jeden Umschlag nochmal mit Wachs versiegelt. Ja? Da saßen wir also da abends, haben getropft, tropf, tropf, tropf und so. Aber es war erfolgreich. Also von den 100 angeschriebenen Professoren haben wir 37 Rückmeldungen gekriegt, was ziemlich hoch ist. Ja? So. Und dann haben wir das Folgende gemacht. Also, die haben alle Begriffe eingeordnet, bewertet auf einer Skala von 0 bis 5, hinsichtlich der vier Kriterien. Da haben wir Mittelwerte gebildet und dann die Gesamtmittelwerte. So. Und da kriegt man jetzt schon ziemlich viel Auskunft drüber. Das absolut höchst bewertetste Konzept in der Informatik hinsichtlich aller vier Kriterien ist der Begriff Algorithmus. So. Es gibt in der Informatikdidaktik ein wenig die Tendenz, den Begriff Algorithmus hinten anzustellen, hinter dem Begriff Modell, Modellierung, Objektorientierung oder Ähnliches. Algorithmus und Algorithmisierung ist das zentrale Konzept der Informatik auf Basis der Einschätzung der Informatikprofessoren und Informatikprofessorinnen. Ja? Computer Data Problem, also Informatiker sind die Problemlöser an sich. Ja? Information, System, Language und so weiter. Model kommt erst hier, weiß nicht, Stelle 12 oder 13 oder so, ich habe es nicht gezählt, und so weiter und so weiter. Hier unten sind die Loser-Prozesse sozusagen, ne? Statistics, Equation, Approximation und so weiter. So, jetzt haben wir also diese quantitative Reihung, das gibt schon ziemlich viel Information. Wir haben jetzt noch eine Cluster-Analyse darüber gemacht, um zu gucken, welche dieser Begriffe sind denn ähnlich bewertet worden. So, und das hat geführt zu Winner-Clustern, Intermediate-Clustern und Loser-Clustern. Das sind die Winner-Cluster, die Winner-Prozesse und demnach argumentieren wir, das sind die zentralen Konzepte der Informatik. Hier oben Problem, Data, Computer, Test und Algorithm fand ich auch sehr interessant. Da wäre ich nie im Leben von selbst drauf gekommen, mir einfach so zu überlegen, dass Test ein wesentliches Konzept der Informatik ist. Ja? Welche anderen Wissenschaften haben Test so im Fokus wie die Informatik? Kann man drüber nachdenken. Mathematik testet nichts, ne? Die beweisen. So. Physiker testen auch nichts, die experimentieren. Ne? Also, ziemlich wichtig. Algorithm, Process, Prozess. Also Informatiker sind diejenigen, die Prozesse sehr stark in den Blick nehmen. Und. Ich will jetzt nicht alle auf alle einzeln eingehen, aber das sind so die wesentlichen Konzepte. Ne? Da gibt es noch Intermediate, nicht so wichtig, das sind die in der Mitte. Auch noch wichtig, aber nicht so wichtig. Und unten die Loser-Konzepte. So. Also das sind die wichtigen. Und jetzt könnte man sagen, ja, wenn wir der Meinung sind, und das ist natürlich jetzt nicht empirisch überprüfbar, sondern das ist eine gesellschaftliche Entscheidung. Wenn wir der Meinung sind, alle unsere zukünftigen Bürgerinnen und Bürger sollten Bescheid wissen über diese Konzepte hier, ja, dann spricht das stark für die Einführung des Fachs Informatik.
Vielleicht ist man davon noch nicht hundertprozentig überzeugt, deswegen machen wir jetzt weiter. Aktuell ist in Bildungsstandards ja so, dass neben die Inhalte die Prozesse gerückt werden. Also Inhaltskonzepte gibt es, ne? Inhalte und die Prozesse. Allgemeine Kompetenzen, wie auch immer man sie nennen will. Also in der Mathematik beispielsweise begründen und beweisen, kommunizieren, Darstellung verwenden und so. Was sind denn diese Prozesse in der Informatik? Also, was haben wir gemacht? Wir haben eine Prozessliste genommen von Koster und Liebmann aus der Literatur, haben die damals entwickelt. Lauter Prozesse, die nach deren Meinung Allgemeinbildungscharakter haben. Ja? Jetzt hier mal irgendwie durcheinander. Presenting, Ordering, Finding Cause and Effect Relationships, Deductive Reasoning, Brainstorming, Categorizing, Generalizing, Observing und so weiter und so weiter. Die Liste ist natürlich ein Stück weit beliebig. Wir haben sie aus der Literatur extrahiert. Darüber kann man streiten. Auch über die Liste, die wir vorher verwendet haben, kann man streiten. Man muss ja mit irgendwas arbeiten. Was haben wir gemacht? Diese Liste, Fragebogen, 4 Kriterien, 120 Informatikprofessoren, Informatikprofessoren angeschrieben, abends da gesessen, Briefmarken draufgeklebt, Dollarzeichen dran und getropft. Ne? So. Dann kam wieder diese Liste raus. Also das sind jetzt die Top-Prozesse der Informatik nach Einschätzung der Informatikprofessorinnen und Informatikprofessoren. Problem-Solving und Problem-Posing ist der am meisten bewertetste Prozess, der am höchsten bewertetste Prozess. Analysieren hat eine sehr starke Bewertung erhalten. Generalisieren, Zusammenhänge finden, klassifizieren, untersuchen, ordnen, kommunizieren und so weiter. Weniger wichtig waren hier so Intuition verwenden, Meaning-Making, Metaphern verwenden und so, ne? So. Das kann man jetzt auch wieder clustern. Dann haben wir jetzt hier diese Hauptprozesse der Informatik. So, jetzt kann man natürlich Folgendes sagen. Naja, also das zeichnet jetzt wirklich nicht die Informatik aus, ne? Finding Relationships kann man wahrscheinlich auch in anderen Disziplinen machen. Klassifizieren auch in anderen Disziplinen, generalisiert wird auch in anderen Disziplinen und so. Was soll denn da jetzt informatikspezifisch dran sein? Stimmt. Bevor ich zu der Überlegung komme, was das jetzt mit Informatikspezifizität zu tun hat, gucken wir uns erstmal andere Disziplinen an. Diese Liste war natürlich jetzt geeignet, mal zu schauen, was sagen denn andere Disziplinen. Also haben wir mal die Mathematik hergenommen. 120 Mathematikprofessoren angeschrieben, Sie kennen das, ne? So. Das Problem an der Sache war nicht nur die Zeit, die man reinstecken musste, sondern wir durften auch die Dollarnoten nicht über die Hochschule abrechnen. Das heißt, das waren immer 120 Dollar, die wir da jeweils... Okay, also Mathematik. Das sind die Top-Prozesse Informatik nochmal. Finding Relationships, klassifizieren, Problem lösen, untersuchen, analysieren und generalisieren. In der Mathematik ist es Problem lösen, analysieren, generalisieren und deduktives Schließen. Man kann also sagen, bezüglich dieser Top-Prozesse sind Mathematik und Informatik relativ ähnlich. Okay, stimmt, war ja auch irgendwie zu erwarten. Deswegen haben wir mal andere Disziplinen genommen. Wir haben mal die Physik untersucht, also wieder 120... Klar. Da ist der absolute Obertop-Prozess der Physiker ist Observing, beobachten. Ja? In der Informatik spielt er keine so große Rolle wie hier bei der Physik. Finding Cause and Effect Relationships. Also hier merkt man schon jetzt Unterschiede zwischen einzelnen Disziplinen, wie die Experten die Disziplinen prozessmäßig einordnen. Untersuchen, hinterfragen, aber auch Problem lösen, analysieren. Kommt auch in der Physik vor. Das könnte man vielleicht sagen, die MINT-Fächer sind diejenigen, die Problem lösen, analysieren und generalisieren vielleicht besonders machen. Also gucken wir uns nochmal ein Fach an, das kein MINT-Fach ist. Ne? Germanistik. Da war ich sehr überrascht. Der Top-Prozess in der Germanistik nach Einschätzung von Germanistikprofessoren ist Comparing, Vergleichen. Wäre ich auch im Leben nicht drauf gekommen, aber klar, die vergleichen Texte, Autoren, Zeiten, Charaktere, Satzstrukturen, was weiß ich. Na, vergleichen ist da der Top-Prozess. Also es unterscheidet sich jetzt schon sehr stark. Using Metaphor in den MINT-Fächern komplett unten, ne? Hier in der Germanistik Top 2. Untersuchen, übertragen, Transfer, kommunizieren und Presenting beispielsweise auch als Top-Prozess. Und jetzt haben wir nochmal ein anderes Fach genommen, das jetzt kein Schulfach ist, die Psychologie. Da spielt Communicating, Observing, Questioning und Finding Relationships eine starke Rolle. Okay, also die Prozesse allein kann man natürlich nicht nehmen, sondern
Die Prozesse in Kombination mit den Inhaltskonzepten sind das, was die Informatik ausmacht. Nicht analysieren, sondern Algorithmen analysieren, Informationen analysieren, Modelle analysieren, Probleme analysieren, Prozesse analysieren, Programme analysieren, Strukturen analysieren. Das machen die Informatiker. Ja? Und das zeichnet die Informatik aus. Kategorisieren von Daten, kategorisieren von Informationen, Finding Relationships in Modellen, im Zusammenhang mit Strukturen und so weiter. Also man kann all diese Begriffe nehmen und mit diesen Inhaltskonzepten in Zusammenhang stellen. Und wenn man dann der Meinung ist, dass das das ist, was unsere zukünftigen Bürgerinnen und Bürger können sollen, ja, dann ist das Fach Informatik das Fach, das das vermitteln kann. Und ich weiß nicht, wie Sie darüber denken, aber ich denke, dass genau das gelernt werden muss. Ja? Wir sind noch einen Schritt weiter gegangen. Wir wollten jetzt wissen, wie stark hängen die hier zusammen. Wir haben also nochmal eine Untersuchung gemacht, nochmal 120 Informatikprofessoren. Ab dem Zeitpunkt sind es langsam die Informatikprofessoren ausgegangen, weil man konnte natürlich nicht immer dieselben befragen. Wir haben Ihnen gesagt, Sie sollen mal diese Inhalts- und diese Prozesskonzepte jeweils in ihrer Verknüpfung bewerten, von 0 bis 5, wie stark hängen die zusammen. Und das ist dabei herausgekommen. Und jetzt sieht man hier sehr schön, in Verknüpfung mit Prozessen ist das Konzept Problem besonders bedeutsam. Und der Prozess analysieren ist in Verbindung mit den Inhaltskonzepten besonders bedeutsam. Was sieht man noch? Information und Data wird zusammengeklustert hier, weil das Ordnen beispielsweise bezüglich dieser beiden Konzepte hier eine besondere Rolle spielt. Aber auch diese Prozesse hier. Was auch interessant war, dass diese abstrakten Konzepte Modell, Algorithmus und Struktur zusammengeklustert wurden hinsichtlich ihrer Bedeutung mit den Prozessen. Und Modell hat auf einmal eine viel höhere Bedeutung als in der Ursprungsuntersuchung. Da war es irgendwie auf untersten Platz in den Winterclustern. Hier ist es ganz oben mit dabei, weil nicht der Modellbegriff die Informatik auszeichnet, alle Wissenschaften haben den Modellbegriff, ja, sondern der Modellbegriff in Kombination mit diesen Tätigkeiten, also Modelle analysieren beispielsweise, ja, Physiker erstellen Modelle, aber Modelle oder Strukturen analysieren, das ist etwas, was Informatiker tagtäglich machen. Genauso bei Algorithmus, ja. So, also das würde ich sagen, das ist das Argumentationsbild für das Fach Informatik. Ja? Wenn wir wollen, dass die Menschen unserer Gesellschaft Probleme analysieren lernen sollen, Strukturen analysieren lernen sollen, oder hier ist auch Creating and Inventing, ja? Creating and Inventing als Prozess, Modelle erfinden, Algorithmen erfinden, Strukturen erfinden, all diese Konzepte analysieren können sollen, dann müssen das Menschen unterrichten, die das können. Und das können nicht alle Lehrer irgendwo integriert in ihren Fächern mitmachen, ja, sondern das können nur diejenigen unterrichten, die sich in dieser Wissenschaft auskennen, also diejenigen, die das Fach Informatik studiert haben. Das ist jetzt übrigens sehr ähnlich zu den GI-Bildungsstandards. Die wurden zeitgleich entwickelt wie unsere Untersuchungen, die sind schon ein bisschen älter, haben wir schon vor ein paar Jahren gemacht. Und da sieht man, dass das hier eigentlich in dasselbe Horn bläst. Ja, vielleicht auf einer etwas gröberen Art und Weise, weil die etwas für Bildungsstandard konform etwas gröber zusammengefasst sind. Aber das geht exakt in die gleiche Richtung. Ah ja, das ist auch eine schöne Sache. Was jetzt öfter mal durch die Medien geistert, ist das Verlangen einführen des Fachs Coding. Also wer statt dem Fach Informatik das Fach Coding fordert, der sollte auch statt des Fachs Informatik das Fach Rechnen fordern. Ja? Mathematik ist viel mehr als Rechnen und Informatik ist viel mehr als Coding. Ja, es geht um diese Prozesse, die ich gerade gezeigt habe. Also ich denke, das sollten wir auch nicht unterstützen, sondern für das Fach wissenschaftsorientiert Informatik aussprechen. So, also was brauchen wir? Meiner Meinung nach brauchen wir Folgendes. Wir brauchen die Medienbildung, das ist nicht nur meine Meinung, vieler Meinungen, aber ich fasse hier mal zusammen. Medienbildung integriert. Computer, digitale Medien haben großes Potenzial, fachintegrativ genutzt zu werden als Medium und als Werkzeug. Das soll und das muss natürlich auch passieren. Aber wir werden damit nicht hinbekommen, eine fundierte
informatische Bildung, die an einem roten Faden irgendwie entlang geht. Ja? Sondern das wird immer irgendwie inselhaft sein. Es geht gar nicht anders. Ne? In dem einen Fach wird Tabellenkalkulation gemacht, in dem anderen Fall wird Textverarbeitung. Aber wer das wo macht, ist schon in den Schulen irgendwie schlecht systematisch umzusetzen. Ja? Also das wird immer irgendwo inselhafte Verwendung sein. Es gibt keinen roten Faden. Außerdem ist es so, dass die Lehrerinnen und Lehrer, die das unterrichten, ja keine Medienexperten sind und schon lange keine Informatikerinnen und Informatiker. Die haben auch ganz viele andere Dinge, mit denen sie sich beschäftigen müssen. Da kommt jetzt Inklusion und so weiter. Ne? Also tausend Dinge, die Lehrerinnen und Lehrer können müssen, die können nicht diese Konzepte so vermitteln, wie es notwendig wäre. Also brauchen wir zusätzlich das Fach Informatik als Pflichtfach. Wenn es nach mir ging, am liebsten von der 3. bis zur 13. Klasse. Ja? Von Lehrerinnen und Lehrern, die, oder von mir aus auch der ersten, die das Fach studiert haben, die sozusagen an einem roten Faden entlang die Inhalte und Prozesse vermitteln können, die ich gerade gezeigt habe, und die auch dann letzten Endes so eine Art Serviceleistung für die anderen Fächer bieten. Weil die bieten ja dann letztendlich, die können dann auch die Grundlagen der Computernutzung und so weiter dort vermitteln, die in den anderen Fächern dann benötigt werden, um dort eingesetzt zu werden im Kontext anderer Fachinhalte. Vielleicht muss der Mathematiklehrer ja gar nicht unbedingt den Umgang mit Tabellenkalkulationen mit den Schülern gemeinsam erarbeiten, wenn im Fach Informatik in informatischen Kontexten das schon passiert ist. So, und brauchen wir jetzt noch ITG? Naja, also ITG würde ich sagen, ist hier irgendwo. Ja? ITG ist verbindet, ist letztendlich eine Schnittmenge zwischen Medienbildung und Informatik. Die ITG-Grundlagen, die strukturellen Grundlagen können im Fach Informatik gelegt werden und dann können Standardanwendungen auch verwendet werden in einzelnen Fächern. Ebenso Vergleich mit dem Fach Deutsch. Das will ich ja zum Schluss nochmal anführen. In allen Fächern wird Deutsch gesprochen. Also könnte man ja sagen, hey, lasst uns doch das Fach Deutsch auflösen, lasst uns doch Deutsch einfach in allen Fächern vermitteln. Da können die anderen Lehrer ja mitmachen. Deutsch ist da ja auch Medium oder sowas. Das funktioniert natürlich auch nicht, weil erstens das einzelne Fach überfordert wäre, zweitens es keinen roten Faden geben würde und drittens die Lehrerinnen und Lehrer, die andere Fächer unterrichten, nicht unbedingt Deutsch unterrichten können. Also brauchen wir ein Fach, in dem das gemacht wird von jemandem, der sich damit auskennt und das Ganze dient als Serviceleistung für die anderen Fächer. Und genauso brauchen wir es mit der Informatik und im Verhältnis zur Nutzung digitaler Medien. So, letzter Punkt, noch ein Irrtum. Mit der nachrückenden Generation ändert sich alles. Da jetzt ja die Digital Natives ins Lehramt kommen und dort studieren und so weiter, bringen die digitalen Medien automatisch in die Schule mit. Falsch, denn die sind genauso Digital Native, unsere Schüler Digital Native sind, die können die Medien zwar verwenden, aber sie haben kein tiefes strukturelles Wissen darüber und zweitens haben sie keine didaktischen Konzeptionen, wie man das dann auch zum Lernen einsetzen kann. Das heißt, wir brauchen im Lehramtsstudium ganz viele Orte, in denen zunächst mal digitale Medien eingesetzt werden, also selbst in den Lehrveranstaltungen von Professoren und Professoren und so weiter. Also sie müssen selbst Lernerfahrungen sammeln mit digitalen Medien, sie brauchen spezielle mediendidaktische, medienpädagogische Angebote, alle Lehrer. Und außerdem brauchen wir das Fach Informatik als Studienfach, in denen dann die Lehrerinnen und Lehrer die informatischen Inhalte lernen, die sie im Fach Informatik später vermitteln können. Okay. Jetzt am Schluss noch ein paar Hinweise. Die Irrtümer, die ich jetzt rausgenommen habe, sind nicht alle. Ich habe 10. Ne? Da gibt es ein Video zu, falls ihr da sich das anschauen wollen. Übrigens habe ich jetzt auch diesen Vortrag aufgezeichnet. Das bin ja so verkabelt und das ist jetzt aufgezeichnet. Stelle ich nachher auch auf YouTube, also wenn Sie den irgendwie weiterverbreiten wollen oder so. Oder nochmal angucken oder keine Ahnung. Dann oder irgendeinen doofen Kommentar in YouTube drunter schreiben, können Sie auch machen. So, dann Literatur noch. Also gerade zu digitalen Medien noch ein paar Hinweise. Und auch die Untersuchungen haben wir veröffentlicht hier unten mit den zentralen Inhalten und Prozessen der Informatik und auch die anderen zu Physik, Germanistik und so haben wir veröffentlicht. Ich werde das alles auch online stellen nachher. Vielleicht können wir das auch über einen Verteiler hier, weiß nicht, Leo, können wir verteilen dann. Und genau, wenn Sie nochmal was nachlesen möchten. Okay, vielen herzlichen Dank. Und gibt es noch Fragen? Wir können noch diskutieren. Kommentare, Kritik, Verbesserungsvorschläge, Widerspruch. Ja? Ja? Eine Idee vielleicht, weil ich fand das jetzt sehr spannend, der empirische Ansatz darauf.
Da ist aber auch der zweite Teil, die haben sich aber unterschrieben. Das ist vorgegeben, und dann gesagt, ja, was sind die Werte? Haben Sie mal darüber nachgedacht, zu gucken, und die Professoren, die wichtig sind, war unter anderem deswegen, weil sie viel veröffentlichen, viel rezipiert werden oder irgendwie so ein Moment dahinter. Und es waren 37. Es waren teilweise weniger, ja. Genau. Aber es gäbe ja jetzt auch Möglichkeiten mit IT, deren Veröffentlichung daraufhin zu untersuchen, wie sie diese Begriffe, die sie so hoch benutzen, so hoch ranken, auch wirklich benutzen, um zu gucken, gibt es da Unterschiede. Okay. Ja, also ich wiederhole die Frage nochmal, wegen der Aufzeichnung, genau. Man könnte ja die Professoren, die man befragt hatte, sozusagen, könnte man schauen, ob die Konzepte, die wir jetzt untersucht haben, wie die in deren Publikationen verwendet werden. Ob die auch vielleicht in der gleichen Art und Weise verwendet werden und so. Wir haben natürlich keine semantische Analyse gemacht der Begriffe. Das war rein syntaktisch sozusagen, ja. Und jeder, der bewertet hat, hat auf seiner eigenen Semantik diesen Begriff bewertet. Also das, was er unter diesem Konzept versteht. Letzten Endes sind die unterschiedlichen Semantiken der Bewerter natürlich dadurch berücksichtigt, dass wir dann gemittelt haben. Also wenn irgendein Ausreißer dabei war und so, dann fließt er natürlich ein Stück weit mit ein, aber die Masse bestimmt im Wesentlichen dann den Mittelwert. Also Unterschiede in den Bewertungen sind durch die Mittelung letzten Endes ein Stück rausgegangen. Wir haben auch darauf geachtet, nicht nur Professoren der theoretischen Informatik zu untersuchen, sondern wir haben auf deren Fachgebiet geachtet und versucht, es möglichst breit zu verteilen. So. Aber natürlich wäre es interessant, mal zu schauen, wie werden diese Begriffe tatsächlich verwendet, welche Semantik haben die, und eigentlich müsste man jetzt tatsächlich auch solche Untersuchungsflächen anstellen, um jetzt genauer zu sagen, was bedeutet es eigentlich, das Konzept Information zu vermitteln. Was beinhaltet das Konzept Information an semantischen Verknüpfungen mit anderen Konzepten und so weiter, um daraus dann letzten Endes fein granulare an Curriculum zu stricken. Ja. Ja. Ich muss gerade mal, ich blätter mal zurück, gell? Hier? Ja, so, das kam nur 11-mal vor, genau. Ja. Ja, Communication kam nur 11-mal vor und bei der Einschätzung der Professoren war es hier. Genau, ja. Ja, das liegt vielleicht ein Stück weit daran, dass dieser ACM Computing Classification, dieses System, ne? Das ist jetzt eine Liste aller Kategorien, in denen Publikationen einkategorisiert werden. Da kommt dieser Begriff Communication vielleicht nicht so häufig vor, häufig genug, um bemerkbar zu sein, aber die Häufigkeit, in der er in diesem System vorkommt, entspricht nicht der Bedeutung des Fachs. Deswegen kann man sich auch nicht auf dieser quantitativen Analyse hier, darf man nicht stehen bleiben. Ja, also hier auf der Grunde darf man nicht sagen, System ist der wichtigste Begriff der Informatik, nur weil er häufig genannt wurde. Vielleicht kommt er einfach in Verbindung mit anderen Begriffen relativ häufig vor. Information System, was weiß ich, was noch für Systembegriffe gibt. Ne? Genau. Also insofern, das würde ich jetzt nicht so ernst nehmen, diese Positionierung hier, sondern die hat uns einfach nur die häufig vorkommenden Begriffe gegeben, die dann noch bewertet werden müssen. Noch weitere Fragen? Ja? Ja, sehr schön. Nein, ja. 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 Genau, die Frage war provokativ. Der Informatiklehrer, die Informatiklehrerin erzieht zu mündigen Bürgerinnen und Bürger, die anderen Fächer machen es aber doch eigentlich auch und können es nicht die anderen Fächer auch machen und so weiter. Klar, also erstmal ist dieser Aspekt nur ein Aspekt allgemeinbildender Schulen. So. Zweitens machen es die anderen Fächer natürlich auch. Meine Argumentation war, dass unsere Welt immer digitaler wird und immer mehr von informatischen Wirkprinzipien durchzogen, sodass dieser Aspekt, den man auch braucht, um
verantwortungsbewusst Entscheidungen treffen zu können, dass das immer mehr fehlt in dem allgemeinen Bildungskanon, aber eigentlich benötigt wird. Alle anderen Fächer natürlich auch, klar, also Fachethik, Deutsch, Mathematik, die wirken da letztendlich natürlich auch mit. Jemand, der in der Welt verantwortungsbewusst entscheiden können muss, muss auch Mathematik können, ja, und andere Fächer, klar, ja. Ja, nee, so war es nicht gemeint. Ich habe halt nur Informatik als Fach jetzt hervorgehoben natürlich. Ja. Wahrscheinlich könnte man den gleichen Vortrag halten über jedes andere Schulfach mit der Begründung, warum dieses Fach dazu beiträgt und so weiter. Ja. Das würde ich ergänzen. Sie haben ja die Physik-Professoren, die Germanistik-Professoren und so weiter auch gefragt. Was ich spannend finde, ist, dass die unterschiedliche Top-Cluster haben. Und eigentlich brauchst du alle. Das ist der mündige Bürger. Ja. Was mit Schule, ich sage jetzt mal, investieren, produzieren, ja, dann könnte man sagen, ja, wie würde sich das denn auf die Fächer verteilen, was müsste da eigentlich passieren und wie sollten die sich dann die Bälle spielen können, um das zu erreichen. Aber jeder hat, finde ich, schon mit Berechtigung besonderen Schwerpunkt. Ja, stimmt. Vielleicht noch ein Kommentar dazu, der mir einfällt. Ich finde das Argument hier auch wesentlich stärker als die Berufsorientierung. Wir brauchen natürlich auch immer mehr IT-Personal, weil wir immer mehr Software entwickeln müssen und so weiter. Aber da wird immer das Gegenargument laut, naja, dann sollen die Leute das halt studieren oder die entsprechende Ausbildung machen und so. Warum soll das in die Schule? Die Berufsorientierung ist nicht stark genug, um das Fach begründet in den Allgemeinbildungskanon mit zu übernehmen. Ja. 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 Ja, klar. Ja, also nein, habe ich nicht. Ich habe es bei der KMK mal gemacht in Berlin. Da wurde auch über digitale Bildung gesprochen, da habe ich auch für das Fach Informatik mich ausgesprochen, aber da merkt man auch, ja, es ist sehr schwer zu überzeugen im politischen Feld, ja. Da gibt es ein ganz anderes Argument und es wird sofort gesagt, ja, aber jetzt schon wieder ein neues Fach, um Gottes Willen, da kommen ja ganz, ganz viele andere Leute und sagen, wir brauchen das Fach Glück und wir brauchen das Fach Europa und so weiter. Ne? Und da reihen wir uns letzten Endes ein Stück weit mit ein und da dann zu überzeugen, dass das Fach Glück ja nicht unbedingt ein Schulfach sein muss, weil das was ist, was integriert in allen Fächern vermittelt werden kann. Ja. Aber die Informatik nicht. Mit der entsprechenden wissenschaftsorientierten Begründung ist, glaube ich, unglaublich schwer durchzukommen. Also ich nehme jetzt gerade wahr, in Baden-Württemberg gibt es jetzt so langsam eine Gegenrichtung zu dem bisherigen Trend. Ja? Also man beginnt Informatik immer ernster zu nehmen, aus meiner Sicht noch nicht ernst genug, aber es geht zumindest schon mal in die richtige Richtung. Und ja, wir können vielleicht froher Hoffnung sein und frohen Mutes, dass das in Zukunft auch noch weitergeht in die Richtung. Ja. Also ich stelle übrigens den Vortrag ins Web, also wenn jemand jetzt im Ministerium zuhört, ja. Ja. Okay, da war noch ein Vortrag. Ja. Wenn man da hingeht, also ich meine, du beschreibst alles total, wenn man da hingeht, aber dann nicht von der anderen Seite gucken, ich meine, die haben jetzt Informatikkurs hingestellt, ich weiß nicht, die anderen Fälle da nicht verglichen, aber wenn wir jetzt zum Beispiel auch von jedem Tag gehen, dann stehen wir Deutschen im Vordergrund und gucken, wie sie die anderen Fälle da haben. Ja.
Okay, die Frage war, ob man, wenn man die Doppelungen bei den Fächern bezüglich der Prozesse rauskriegt, schauen kann, wo sind denn die Doppelungen bei welchem Fach besonders hoch. Das könnte man machen, das würde ich aber nicht tun wollen, denn es geht letztlich gar nicht um die Doppelungen. Nehmen wir mal den Prozess analysieren. Der wird wahrscheinlich in vielen Fächern vorkommen und da werden Doppelungen auftauchen. Aber die Fächer analysieren ganz unterschiedliche Dinge. Es geht nicht darum, dass man analysieren lernt, sondern dass man Texte analysieren lernt und dass man Informatik Systeme analysieren lernt. Ja? Und nur, dass es eine Fach analysiert, bedeutet nicht, dass es das Analysieren vom anderen Fach übernehmen kann. Deswegen kann man keine reine prozessorientierte Sicht einnehmen, sondern man muss immer Prozesse kombiniert mit den Inhalten denken. Und diese Prozess-Inhaltskombination ist das, was das Fach Informatik ausmacht. Ja. Also letzten Endes würde ich jetzt heute, nachdem wir diesen Vergleich durchgeführt haben, ihn gar nicht mehr so durchführen. Weil die Frage, ob diese Prozesse auch in anderen Fächern vorkommen und wie, gar nicht so entscheidend ist für die Frage, ob man das Fach Informatik braucht oder nicht. Mhm.